Endstand mit der Service und dem SGV Freiberg nach 90 spannenden Minuten 0:0 Unentschieden. Stefan, knappes Unentschieden, wichtiger Punkt vielleicht, verdient, denke ich mal. Wie hast du es erlebt und gesehen? Ja, ich denke, der Punkt ist definitiv verdient. Von den Chancen her würde ich sogar fast sagen, da war sogar wesentlich mehr drin. Durchaus 3 Punkte, aber für uns war jetzt einfach mal wichtig, dass wir wirklich als Mannschaft aufgetreten sind, dass jeder für den einen oder jeder für den anderen gearbeitet hat, wenn Fehler passiert sind, ist der Nächste da gewesen, hat ihn ausgebügelt. Ich denke, das ist der richtige Weg, um da noch Punkte zu sammeln, um das bestmögliche Ergebnis noch zu erzielen und um da auch ein ordentliches Gesicht einfach zu wahren, wo wir alle in der Pflicht sind, einfach Vollgas zu geben, an unsere Grenzen zu gehen und uns ordentlich, wenn es denn so sein sollte, aus dieser Liga zu verabschieden, was definitiv natürlich erstmal nicht unser Ziel ist, sondern wir wollen hier noch so viele Punkte wie möglich holen, dass wir noch irgendwie den Klassenerhalt schaffen. Ja, wenn man gegen den Zweitplatzierten, der jetzt vor dem Spieltag ein Punkt entfernt war vom ersten Platz, so aussieht, gibt es ja vielleicht Grund zur Hoffnung oder wie sieht es da aus, was die Stimmung angeht und so weiter? Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also letzten Endes, wir haben uns noch lange nicht abgeschrieben. Bis zum Ende der Saison sind noch viele Spiele, da sind noch genug Punkte zu holen. Aber es ist wichtig, dass wir halt endlich den Schalter umlegen, das haben wir heute mal gemacht. Jetzt gilt es aber auch in den weiteren Wochen. Genauso an der Leistung anzuknüpfen und als Mannschaft geschlossen aufzutreten und jedem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen und so viele Punkte wie möglich zu holen. Du bist ja heute als Kapitän aufgelaufen und bist jetzt seit der Winterpause erster Kapitän. Was denkst du, was hat sich dadurch jetzt geändert in der Mannschaft und bei dir? Führungsspieler warst du ja zuvor schon. Letzten Endes hat sich nicht viel geändert. Das ist eine Binde am Arm, aber letzten Endes ist jeder selber verantwortlich, hier seine bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen. Klar, als Kapitän, da geht man noch ein bisschen mehr voran. Also, da sollte man mehr vorangehen. Das versuche ich zu tun. Und natürlich, es freut mich, dass der Trainer mir das Vertrauen gibt. Aber letzten Endes ändert es an meiner Situation nichts. Ich habe versucht, vorher schon vorneweg zu gehen. Ich versuche es jetzt auch. Und wir sind eine Mannschaft und da ist jeder Spieler wichtig, egal ob Kapitän oder nicht. Es gibt ja außerhalb vom Spielfeld jetzt gerade ein paar größere Wechsel. Tobias Winter geht weg, Bernd Stadler hört als langjähriger Vorstandsvorsitzender auf. Wie nimmt man das in der Mannschaft wahr? Natürlich geht das nicht alles so an uns vorüber. Aber das sind Dinge, die können leider Gottes alles zum Fußball dazu. Das ist Bestandteil vom Fußball, auch wenn es leider nicht immer schön ist. Aber für uns ist wichtig, dass wir uns auf das konzentrieren, was auf dem Platz passiert. Das ist unsere Aufgabe. Alles andere steht nicht in unserer Macht, beziehungsweise ist nicht in unserer Verantwortung. Und von daher sollte es uns nicht dementsprechend tangieren, auch wenn natürlich immer wieder so kleine Berührungspunkte natürlich da sind. Ein paar Worte zum nächsten Gegner, Ravensburg. Wir fahren da definitiv nicht hin, um 3 Punkte herzuschenken, sondern wir haben die letzten Jahre in Ravensburg immer gut ausgesehen, egal mit welcher Mannschaft wir da hingefahren sind, ob es mit Athletiktrainer im Kader war oder sonst wer. Wir fahren dahin, genauso wie heute, an das Spiel gehen wir genauso ran. Wir wollen 3 Punkte holen, das bestmögliche Ergebnis erzielen, als Mannschaft auftreten und da noch irgendwie das ganze Ruder rumreißen. Stefan, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Dankeschön.